Shit. So, meine Freunde des Messersammelns. Jetzt geht's schon wieder weiter. Wieder neue Messer. Da werden wir gleich mal anfangen, kurz und schmerzlos. Umso schneller kann man es hochladen. Ja, erste Messer. Bowie-Messer. Mindestens schon 25 Jahre alt. Gleich nach der Wende gekauft, 89 rum. Man sieht's, Chrom platzt ab, also nicht besonders hochwertig. Der Nachteil ist auch bei dem Ding gewesen, der Griff ist so schwer, wenn man es dann in die mitgelieferte Scheide reingesteckt hat, dann hat es immer das Bestreben gehabt, rauszufallen. Also auch wenn man es hier oben drin hat, es hängt nicht besonders gut. Es ist wirklich sehr schwer. Was war dazu noch zu sagen? Ansonsten, das Ding war, naja, kein besonders hochwertiges Leder. Das ist eher so, naja, ein bisschen billig gemacht. Aber ansonsten, das konnte man schärfen. Ja, also wir hatten da als Jugendliche viel Spaß. Das Ding war beim Angeln mit dabei. Wenn man es immer gut gesichert hatte hier oben, dann hat man es auch nicht verloren. Das war Nummer eins, ne? Ich glaube, das gibt es in derselben Form auch immer noch zu kaufen irgendwo im Internet. Als nächstes. No, so eins. Sieht erstmal nach nichts Besonderes aus. Ja, Stainless. Steht nicht mal eine Nummer drauf oder eine Stahlsorte. Naja, aber ist eine dolchartige Klinge. Bedenseiten geschliffen, Sägezahlung ist dran. Und in Wirklichkeit war das nämlich hierfür. Wer weiß, was das ist? Das ist ein sogenanntes Tauchermesser. Das kam hier rein, zack, gesichert. Das hat man sich um Bein oder Arm geschnallt, weiß wie es ich, auch um Hals, mir wurscht. Dann konntest du ja dann hier auf die Sicherung drauf drücken und dann kann man es erst rausnehmen. Also, es hat damals nicht die Welt gekostet, aber es hat funktioniert. Wir haben das beim Schwimmen und Tauchversuchen wirklich benutzt. Ach, jetzt sehe ich es gerade. Hier unten in der Scheide ist ein Loch drin, da läuft dann das Wasser wahrscheinlich wieder raus, wenn man aufgetaucht ist. Also im Prinzip, das war wirklich eine wunderbare Sache. Haben wir wirklich beim Tauchversuch umgeschnallt. Juhu, nächstes. Das ist wirklich ein schönes Taschenmesser, was ich mal für ganz wenig Geld auf dem Trödelmarkt erstanden habe. Hat doch schon ein paar Gebrauchsspuren und ich habe erst Jahre später gemerkt, dass das wirklich eine namhafte Firma ist. Ich würde es übersetzen mit Frost Cutlery Flying Falcon. Das kann man mal eingeben im Internet. Die Firma gibt es immer noch. Und stellt eigentlich ziemlich hochwertige Messer her. No? Also, das war wirklich was Feines. Da habe ich mich dann sehr drüber gefreut. Das ist, wenn man es zusammenklappt, hier hinten ist die Entriegelung. Zack. Klein, handlich, passt in jede Hand. Das Ding kann man wirklich in der Hosentasche mit sich rumtragen. Da wird keiner was sagen. Und lässt sich dank dem ausgeschnittenen Griff. Deswegen fand ich hier die Form auch so interessant. Also, wunderbar, leicht öffnen, ist eine feine Sache. Schöner Stahl, lässt sich wunderbar schärfen, schön mit Holz, wie ich es mag. Feine Sache. So. Dann haben wir hier noch was richtig Schönes. Das gibt es immer noch im Internet zu kaufen. In Deutschland oftmals vertrieben, damit es nicht als Einhandmesser durchgeht, mit dem sogenannten Nagelhieb, dass man das ohne Pin so öffnen muss mit zwei Händen. Ich habe auch erst vor kurzem rausbekommen, das kostet zwischen 27 und 30 Euro. Ich habe damals nicht so viel Geld dafür bezahlt. Das ging vielleicht so für 25 Mark oder so. Ich weiß nicht mehr. Das war damals echt günstiger wie heutzutage. Ist mit Entwässern, steht drauf auf dem Griff. Und damals war ich eigentlich enttäuscht, wo ich hinten auf der Rückseite gelesen habe, China. Ne? Also, kann man ranzoomen. Steht hinten China drauf. Da war ich damals enttäuscht. Was hat es mit Entwässern, extrem Ops mit China zu tun? Ich dachte, es kommt aus Amerika. Naja gut, war ich damals enttäuscht. Heutzutage kommt eigentlich fast jedes Messer aus China. Leichtmetall, das soll Alu sein, aber es ist nicht angelaufen oder so. Es sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Ich fand das damals auch schön, diese kleinen, na, ich komme nicht auf den Namen, diese kleinen Schräubchen hier, die sehen wirklich interessant aus, schön eingepasst. Die Bohrungen hier drinne, fand die echt alles gut, hochwertig und scharf. Schnitttest können wir gleich nochmal machen. Hier oben ist auch nochmal so eine Daumenauflage drauf. Sieht man hier vielleicht die Riffelung hier oben drinne. No. Der Pin ist sogar auf beiden Seiten.
Man könnte es eigentlich auch von der Seite öffnen. Der Pin ist auf beiden Seiten. Ja, sehe ich auch gerade. Zack, also Linkshänder können das Messer auch gut öffnen. Das ist mir früher nie so doll aufgefallen. Also wirklich eine ganz feine Sache. Ja, Schnitttest. Hier mal gleich mal. Hier ist das Blatt Papier, was ich immer nehme. Kameramann, okay so. Und wenn man da mal schaut, man kann wirklich kleine Streifen davon entfernen, feine Ecken, langsam das Messer durchziehen, man muss nichts drücken. Also ich bin begeistert. Ganz feiner Stahl, trotz jahrelanger Benutzung wirklich immer noch so scharf wie am ersten Tag. Wunderbare Sache. Ja, nächstes ist wirklich bloß ein ganz billiges. Das ist hier kein Schweizer Messer oder Victorinox oder Wenger. Das gab es damals für bezahlbares Geld, vielleicht so 15 Mark oder so. Naja, also es hat wirklich einen Haufen Funktionen. Von Zange bis Säge bis Angelhakenentferner. An dem Teil ist wirklich alles dran. Wirklich für ein schmales Geld. Man muss ja nicht das Original kaufen. Diese kleine Kette hier hinten mit dem Karabinerhaken war dran. Kann man, also für den Schlüsselbund ist es eigentlich zu groß. Ich habe es dann mit der Kette verlängert und an der Hose befestigt, weil beim Angeln oder wenn man im Kanu gesessen hat, geht sowas auch mal schnell über Bord. Ich werde mir das jetzt sparen, hier alle Funktionen aufzuklappen. Aber was ich immer interessant fand hier, die Säge ist wirklich scharf, verschränkte Zähne. No, das ist wirklich sehr scharf. Und was ich immer haben wollte, ach hier, die Zange. No. Feder unterstützt. Ach, da kann man gar nicht meckern. Mal irgendwas Kleines festhalten. Das geht damit wirklich. Also, der Schraubendreher ist bei. Die verschiedenartigsten kleinen Klingen, Nagelfeile. Ach, was weiß ich. Das Einzige, was über die Jahre fehlt, das ist hier dieser kleine, wer ist das Ding nochmal? Zahnstocher. Die Pinzette ist noch drin. Die geht wirklich. Also auch mit so einem Billigteil. Es muss ja nicht unbedingt das super Original sein. No? Das waren sie wieder für heute. Tschüss, Leute!